Hallo, hallo Kinder, hört ihr mich? Sagt mir, wann ihr auf Sendung seid. 1, 2, 3, 4, hört ihr mich? Danke. Meine Moderation sieht so aus. Ich sage, dass wir uns auf einem Zerstörer befinden. Und dass es um mich herum von Flugzeugen und Schiffen nur so wimmelt. Seit Tagen wartet die Navy und die Air Force auf den Splashdown der Raumfähre. Und dann kommt das übliche Blabla, ihr wisst ja Bescheid. Hey, hört ihr mich noch? Hallo Regie, was ist denn? Habt ihr mich auf der Leitung? Kamera 7 sollte auf den Hubschrauber gehen, der seit Stunden über dem mutmaßlichen Landegebiet kreist. Habt ihr ihn im Bild? Hallo Regie? Ja, alles okay. Na, endlich höre ich was von euch. Sag mal, wie hat denn Baltimore gespielt? Keine Ahnung, das ist auch ziemlich unwichtig okay, im Moment. Okay, Ende der Probe. Kann ich jetzt das Archivmaterial sehen? Sehr schön. Und dann blendet ihr mir bitte noch das Wort Wiederholung ein. Sonst denken die Zuschauer, das wären unsere Jungs. Legt es mir bitte auf die Maschinen 3 und 4. Es kann unter Umständen ganz nützlich sein, wenn wir auf dem Trockenen sitzen. Da haben wir immer was im Petto und spielen uns das einfach in die Übertragung rein. Alles klar bei euch? Okay. Ich danke dir. Jetzt wollen wir mal sehen, was sich unten im Studio tut. Gib mir mal ein Bild. Regie hier, Studio 2. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen des Interviews. Das Weib fehlt uns noch. Die hat uns vergessen. Ich möchte wissen, was wir mit einer Höhlenforscherin zu tun haben. Die brauchen wir. Sie wird auf den letzten Drücker kommen. Wir sind ganz schön spät dran. Die Landungen am Bildschirm miterlebt haben, wissen sicher, dass beim Eintritt der Kapsel in die Erdatmosphäre für kurze Zeit der Funkkontakt unterbrochen wird. Die Ursache dafür liegt in der enormen Reibungshitze, wenn die Kapsel die Troposphäre durchstößt. In unserer Redaktion häufen sich die Anrufe, warum wir so ausführlich von der Wasserung der Kapsel berichten, was ja mittlerweile eine Routineangelegenheit geworden ist. Nun, der Grund ist ein sehr einfacher. Das Ereignis findet quasi vor unserer Haustür statt, im sonnigen San Diego. Planmäßiger Eintritt in die Erdatmosphäre. Thank you.
Achtung, Herrschaften, Ruhe bitte, wir gehen auf Sendung. Wie sehe ich aus? Fantastisch, wie immer. Ich gehe dann in den Regieraum. Gib mir die Handtasche, Roy. Ja, hier. Okay, Liebes, mach's gut. Viel Glück. Bis nachher, Roy. Gott sei Dank, da sind Sie ja. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wir sind nämlich gleich auf Sendung, wissen Sie? Tut mir leid, Entschuldigung. Aber ich bitte Sie, jetzt sind Sie ja da. Seien Sie ganz unbesorgt, wir machen das schon. Seid ihr mit dem Ton soweit? Ja, wir sind eingerichtet, alles klar. Eine Sekunde noch. Ich muss noch mal das Licht messen. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Joyce, haben Sie das Dia von der Höhle mitgebracht? Oh ja, beinahe hätte ich es... Prima, das nehmen wir als Insert. Du, Mary, kannst du dir das Gesicht abpudern? Sie glänzt so, kein Wunder bei der Hitze. Ich mach das schon. Nein, nein, lassen Sie das. Ich muss noch irgendwo ein Kleenex haben. Augenblick. Was sehe ich denn da? Was soll denn der Krempel auf dem Tisch? Kann ich das mal haben? Hier, danke. Komm, beeil dich, wir sind gleich auf Sendung. Mich hier nicht. Okay, von mir aus können wir. Von mir aus auch. Hallo, Leute. Hallo, wie Hallo, geht's? Roy. Joe, ich warte auf dein Zeichen, wenn Sie landen. Bei Rotlicht steige ich dann sofort ein und beginne mit den Fragen. Sind Sie aufgeregt? Es geht. Schaltest du mal auf die Blue Box? Ich will das Dia von der Höhle sehen. Wir sind fertig. Kamera 1 bitte fertig machen. 1 fertig. Absolute Ruhe und ab bitte. Hallo, meine Freunde. Hier ist euer Howard. An einem wunderschönen Tag, an dem alle Welt in den Himmel schaut. In wenigen Augenblicken wird es ein paar Kilometer entfernt von hier plumps machen und unsere Herren Astronauten holen sich nasse Füße. Im Zeitalter der Energiekrise fragen sich viele nach dem Sinn und Zweck dieses Unternehmens. Ich übrigens auch. Gibt es nicht auch auf unserer Erde Gebiete, die noch erforscht werden müssen? Ich glaube, ja. Und ich stehe nicht allein, wenn ich behaupte, dass es weitaus energiefreundlicher und billiger geht. Fragen wir uns doch, ob wir genug über die Erde wissen. Genug über den Planeten, auf dem wir leben und von dem unsere Zukunft abhängt. Mit großer Freude darf ich jetzt eine bekannte Geologin begrüßen. Sie lebt hier bei uns in San Diego und ist überaus sympathisch. Ich begrüße Mrs. Okay, Thelma jetzt Joyce. Gehe auf die zwei. Guten Tag. Sagen Sie, verehrte Thelma, ist es nicht doch etwas ungewöhnlich, dass eine reizende junge Dame finstere Höhlen erforscht? Tja, wissen Sie, auch im Berufsverkehr herrscht in Höhlen relativ wenig Verkehr. Ich habe mir sagen lassen, dass Ihre letzte Expedition besonders interessant war. Ich gehöre einem Team an, das erst im letzten Jahr gebildet wurde, das aber bereits erhebliche Arbeit geleistet hat. Wir waren zum Beispiel in dieser Höhle, die Sie hier sehen. Sie liegt in einer Schlucht in den Black Mountains im Bundesstaat Colorado und ist etwa 2 Millionen Jahre alt. Was denn, 2 Millionen Jahre? Dann gibt es also doch noch Trümmer, die älter als Jacqueline Kennedy sind. Schatz, beiseite. Jetzt wieder es auf die war nicht einfach. Allein für den Abstieg brauchten wir 3 Tage. Ich nehme an, dass Ihre Freunde jetzt sicher zuschauen. Nein, sie bereiten gerade eine Exkursion vor, die heute noch beginnt. Wir treffen uns nachher alle in einem Bowling-Center. Oh, ein etwas seltsames Basislager. In was für eine Höhle steigen Sie diesmal? Ich meine, wie viele Jahrmillionen werden von Ihnen unsicher gemacht? Ungefähr. Ich könnte mir vorstellen, dass das Alter der Gesteinsformationen, die Sie erforschen, eine gewisse Bedeutung hat. Was haben Sie denn? Fühlen Sie sich Hey, was ist denn mit der los? Mrs. Joyce, ich... Die zwei groß auf ihn. Sie hat ganz ausgesprochen. Unsere Geologin bekommt offensichtlich nicht die Studioluft. Ich bitte um Entschuldigung. Vielleicht bevorzugt sie die abgestandene Luft der Uhrzeit. Liebe Freunde, ich melde mich in Kürze wieder. Okay, Schnitt, ab mit der Aufzeichnung. Regie, bin ich endlich raus. Howard, wir bringen jetzt die Aufzeichnung. Was fehlt Ihnen denn? Sind es die Nerven? Okay, Leute. Jeder bleibt auf seiner Position. Kann sein, dass wir gleich wieder auf Sendung sind. Und Jack, bitte, denk dran, dass ich nicht immer deinen Mikroschatten habe. Thelma, was ist denn los? Das Übliche, Roy. Es ist wieder passiert. Jetzt bitte die Astronauten. Natürlich. Haltet die Untertitel bereit. Ja, die müssen eingeblendet werden. Es muss klar werden, dass das die Landung vom letzten Jahr ist. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was haben Sie denn bloß? Das kommt so über mich. Ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Tja, Ihre Schatz. Sachen bitte. Geht es Ihnen besser? Ich glaube, ja. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Ich glaube, es geht schon wieder. Wenn Sie wollen, könnten wir weitermachen. Hey, Joe kann weitergehen von uns aus. Nein, danke. Wir sind kurz vor der Landung. Wissen Sie, Thelma kann nämlich Dinge aus großer Entfernung wahrnehmen. Sie hat telepathische Kräfte. Ah, ja. Das ist eine besondere Gabe. Geht es ihr jetzt besser, Schatz? Danke. Ginge es, dass Sie auf mich verzichten? Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Alles gut. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, die Tasche. Lass uns fahren. Vielen Dank. Wiedersehen. Die 7 nimmt sich groß den Hubschrauber. Wir gehen jetzt wieder live rein. Noch größer. Ich will was von dem Fallschirm haben. Gut so. Dranbleiben. Landquadrat 47, Koordinaten 1326. Zentrale, bitte kommen, Roger. Achtung, Froschmänner fertig machen. Absprung. Roger.
Peter! Ich bin da! Peter! Ja, ich komm gleich rüber! Maddie. Danke, Junge, bis später. Hallo, Thelma. Ich freue mich, dass du kommst. Ich dachte, es wäre vorbei. Aber offenbar hast du noch immer diese Vision. Ja. In der Praxis kommt es sehr selten vor, dass jemand Dinge mit dieser Intensität wahrnimmt. Entschuldige, ich muss mir die Stiefel anziehen. Oh. Ist dein Freund bei dir? Ja, er sitzt im Wagen. Sag, hilft er dir? Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass er dich von deinen Visionen befreien kann. Diese Erscheinungen und diese Monster, die du siehst, kann man nicht verdrängen. Ja, Peter, ich verstehe. Ich hätte gehofft, dass du mir helfen kannst. Oh, es tut mir leid, ich habe eine Verabredung in der Stadt. Ich weiß nicht, was ich dir raten soll. Es kann durchaus sein, dass diese Dinge in der Realität passieren. Es kann aber auch bloße Einbildung sein. Möglicherweise musst du noch einige Jahre damit leben. Werde ich sterben? Das muss wohl jeder von uns. Schau mal, was ich gefunden habe. Einen schönen blauen Stein. Ist der nicht hübsch? Hier. Oh, der gefällt mir. Tschüsschen, Alter. Hallo, Harry. Hallo. Hey, Baby, im Fernsehen hast du ein bisschen auf Leiche gemacht. Was war denn los? Wo sind eigentlich die anderen? Wie, was? Harry, wo unsere Freunde sind. Ach so, die hocken da hin. Na, wo sollen sie schon sein? Hey, was machen die Stalaktiten? Wachsen sie oder wachsen sie nicht? Einen halben Meter in 3000 Jahren. Ich rufe dich an, wenn sie ausgewachsen sind. Oh, da kommt ja unser Traumpaar. Hallo. Ist neidisch, was? Und ob? Hallo, Leute. Na, seid ihr? Alles Bestes, dass die beiden Astronauten verschwunden sind. Wir sind doch keine Hellseher. Na, Cliff, wie sieht's aus? Wie soll's aussehen? Die Jungs schieben heute eine ganz schlechte Kugel. Ah ja, ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oh Mann, Mann, Mann. Möchtest du mal blass aussehen? Oh, komm, Junge. Jetzt lege ich euch eine astreine Kugel hin. Achtung. Ja. Du hast auch schon besser gespielt. Oh, ist das eine schwache Kugel. Na, was ist, sollen wir um Geld spielen? Alles klar, Chef. Jetzt bist du dran. Ich spiele auch noch um Geld. Ein Wahnsinniger, bei der Form. Na, Partner, da musst du aber noch ein bisschen schmücken. Hey Leute, ihr müsst mit einsteigen. Ein Zehner, 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 Zehner. Entschuldigung. Nun macht schon, rückt was aus. Jeder von euch setzt einen Zehner. Ich gehe auch höher ran. Komm. Und noch ein Scheinchen. Ach, den Zehner können noch ein Scheinchen. Zu laut sagen. Fertig ist die Laube. Jetzt zeige ich euch mal, wie man richtig holt. Ich kann die Spannung gar nicht halten. Wenn das mal gut geht, seinen Einsatz können wir abschreiben. Hey, Ron, sag mal, Ron, warum haut ihr schon ab? Du bist doch auf der Glücksbiste. Weil wir zur Höhle müssen. Was? In die Gespenster. Wow. Sag mal, wie weit ist das eigentlich bis zur Höhle? Ich schätze so 600 Meilen.
Kann dir doch egal sein, muss doch nicht laufen. Nein, aber hey, ich kann nicht ablösen, mein Paar. Ich krieg mich gar nicht ein, wie wir dem die Kohle abgenommen haben. Ach, geht die wilde Fahrrolle! Lass mal nicht die Gummis gehen! Alles in Ordnung? Habt ihr alles? Ja. Alles okay, Roy. Die sitzen auf einer halben Arschbacke, die schläft mir gleich ein. Kannst du ja nachher wecken. Du, Roy, bevor wir auf den Highway gehen, muss ich bei Tommy noch was abholen. Das ist hinten bei der Peach Avenue. Ja, hoffentlich dauert es nicht so lange. So viel Zeit wird doch noch sein. Ich bin gleich wieder da. Quatsch dich nicht fest, wir wollen hier nicht übernachten. Also sowas vergesse ich, das habe ich noch nie erlebt. Ja, dein Gehirn wie ein Sieg. Ich glaube nur noch, dass du seinen Namen vergisst. Ne? Hey, Tommy! Wo steckst du denn? Hier hinten. Hab schon gedacht, du bist in deinem Kram erstickt. Was ist los? Was brauchst du? Die Magnesiumstäbe. Hast du sie endlich reingekriegt? Ja, ja, die sind gekommen. Hab sie schon rausgelegt. Sehr gut. Was kriegst du dafür? $20. Also du rufst ja Preise aus. Das ist der reguläre Preis. Kann auch nichts dafür, wenn die so teuer sind. Na gut, 20. Brauchst du sonst noch was? Nein, das ist alles für heute. Mhm. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Roman? Auf Seite 2000, kurz vom Ende. Mit Ihnen. Therma! Therma, nun komm schon, wir wollen weiterfahren. Ach, Scheiße. Komm endlich, die anderen warten auf dich. Was ist denn mit dir los? Fühlst du dich nicht wohl, Schatz? Nun komm, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Was ist denn mit dir? Hm? Ich fühle das... Es ist so, als... Komm, wir fahren uns. Gleich ist das Meer leer. Die Tatsache, dass die Froschmänner nach Öffnen der Raumkapsel keine Spur von den beiden Astronauten fanden, hat den Fachkreisen allgemeine Erschütterung und Angst hervorgerufen. Eine offizielle Erklärung wird in circa 2 Stunden erwartet. Hast du das gehört? Mhm. Möchtest du einen Schluck? Danke. What have you got to lose if you just decide to stay? Please don't go, sit down and have a thought before. And please have a thought before. A sentimental journey, yes, I think that will be the best. Just you and me sitting by the sea. We can solve our problems there. A sentimental journey, yeah, the thing that will be the best. Just you and me sitting by the sea. We
can solve our problems there. You're trying to put me down, and I don't know what to do. You've got a funny way to show what. Hey, Maria Consuelo, da sind wir wieder. Alles schön bei euch hier draußen? Schön, dass ihr euch sehen lasst. Guten Tag. Wissen Sie noch, wer ich bin? Ja, ja. Wir haben ganz schön Hunger. Heute sind wir in großen Zimmer pinkeln. Ja, mach das. Ja, Maria, pack uns reichlich Verpflegung ein. Dass ihr mir immer in die Höhlen kriegt. Ist der noch frei? Natürlich. Habt ihr schon wieder eine neue ausfindig gemacht? Nein, wir gehen in dieselbe, wo wir neulich schon waren. Die haben wir noch nicht richtig erforscht, weil sie so riesig groß ist. Augenblick! Wir sind drauf. Sekunde noch. Hey, Jill, mach mal schnell auf, es ist dringend. Was wird denn? Gleich. Hey, mach keine Witze. Ich stehe auf dem Schlauch. Wir sind gleich fertig. Wenn du nicht warten kannst, mach den Knoten rein. Oder geh meinetwegen an den Baum. Ach, Kinder. Gott sei Dank. Der sieht ja stark aus. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zug fährt gleich ab. Hey, hast du den Kuchen? Ja, alles okay. Hey, lass mich mal am Fenster sitzen. Oh, ist ganz toll, Mann. Kein Wunder, du isst ja auch für drei. Nicht drüber lachen. Die Letzten werden die Ersten sein. Du musst natürlich mitmachen. Nicht zu fassen. Schöner Stein, nicht? Ich habe mir gedacht, das wäre was für dich. Er hat so eine eigenartige Färbung. Er lag da so einfach in der Gegend. Ist ja eine tolle Farbe. Fällt er dir? Sehr sogar. Finde ich nett von dir. Siehst du, das kommt davon, wenn man im Freien pinkeln muss. Schönen Dank. Toll, Bert. Gefällt mir wirklich. Du hast dir einen Stein geschenkt. Mach dich bloß nicht lustig über mich. Er ist Schriftsteller. Er macht aus jeder Mücke einen Elefanten. Von eurem Gebratsche werden meine Magenschmerzen auch nicht besser. Willst du eine Tablette haben? Nein, nein, bloß nicht. Ich kann mir gar nicht erklären, wieso die beiden Astronauten verschwunden sein sollen. Das gibt's doch gar nicht. Die können sich doch nicht in ihrer Kapsel in Luft auflösen. Muss aber so sein. Vielleicht ist das da auch dran. Also das ist doch absolut ausgeschaltet. Du meinst, journalistischen dass die uns alle reinlegen? Könnte doch sein, dass jemand die Raumkapsel gekapert hat. Sollen sie denn damit die Astronauten kidnappen oder was? Vielleicht sich jemand die Kapsel unter Nagel ja, die Ideen. Wenn die Kapsel weg wäre, würde unser Präsident ganz schön dumm aus der Wäsche. Das ist dem doch egal. Wir sind da, dort ist der Eingang. Willst du vorgehen? Lass uns erstmal die Rucksäcke klar machen. Augenblick, hilf mir mal. Ja, ja, lass uns erstmal das Material abstellen. Kinder, beeilt euch doch, ich will da runter. Das muss immer hetzen. Das ist so seine Art. Geht ihr mal vor. Hab ich in meine Seid Lampe ihr soweit? Vorsicht. Mal leuchten. Ja. Da vorne müssen wir rechts. Jetzt habe ich mich gestoßen. Ich muss mich auch erst in das Licht Scheiße. Gucken. Langsam, Leute, langsam. Ich hätte mir einen Rahmen schauen sollen. Oh, Vorsicht, Leute, Vorsicht. Ja, geht schon. Sekunde, nicht weiter. Bis hier sind wir beim letzten Mal gekommen. Die Meter werden das wohl sein.
Ich schätze so an die 150. Nein, das ist mehr. Okay, bereitet die Deine vorher. Kannst du bitte mal leuchten? Fangen wir an. Ron, pass auf mit der Trage, langsam abseilen! Das ist eine Kleinigkeit. Wir müssen doch nur das Zelt aufschlagen. Soll ich das alleine machen? Ich bin doch gerade am Schreiben. Eine schöne Ausrede. Kannst du mir sagen, wieso du immer bei Kerzen nicht schreibst? Weil mich das in eine romantische Stimmung bringt. Oh! Ja, es beflügelt meinen Stil. Außerdem würde ich ohne Licht nichts sehen. Das stimmt. Und den Papierkorb spare ich auch. Eine sehr bequeme und rationelle Arbeitsweise. Von der Muse verlassen, wird alles zu Staub. Da hast du recht. Ist was mit dir? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Ich denke dran, was Peter gesagt hat. Also, wie sieht das weitere Programm aus? Wir verteilen uns und treffen uns in 2 Stunden wieder. Einverstanden. Ich gehe aber auf jeden Fall mit dir. Habt ihr auch alle genug Batterien? Ja, die reichen. Dann wollen wir mal. Ja. Pass auf, dass du nicht abrutschst. Will, kannst du mal mit dem Scheinwerfer kommen? Na klar, sofort. Das ist ja fantastisch. Stark. Hast du sowas schon mal gesehen? Das ist unglaublich.
Bill, komm ein bisschen näher. Sekunde. Ron, gib mir mal die Polaroid rüber. Eine sagenhafte Höhle ist das. Pass auf, wo du hinkletterst. Guck mich mal an, hier ist das Vögelchen. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Bill, bleib in Sichtweite! Ja, ja, mach ich. Wir sind hier hinten. Jill, komm, wir dürfen uns nicht verlieren. Verlauft euch bloß nicht. Sieh dir das an, Cliff. Das sieht aus wie ein Kamel. Eher wie eine Missgeburt. Reitet in die Wüste, Beduin. Hey, Ron, könntest du mal ein Foto von uns machen? Wie ist es geworden? Es ist überbelichtet. Überbelichtet? Das ist doch wohl ein Witz. Hat dir wohl die Sonne ins Objektiv gesetzt, was? Achtung, meine Herren, und lächeln! Stein, was soll mit ihm sein? Es sieht aus, als ob er sich bewegt. Was? Er bewegt sich? Da muss das passiert sein. Hilf, los, schnell! Wo steckt ihr denn? Warte, Ron! Roy, Hilfe! Roy, Bill! Antwortet doch! Wo seid ihr denn? Bitte meldet euch, ihr müsst mir helfen! Oh, ich hab Angst! Wo seid ihr denn? Roy, antworte doch! Bitte, Roy, antworte doch! Thelma, wo bist du? Ich bin hier, Roy, hier! Warte, ich komme! Was ist denn passiert? Es ist schrecklich, furchtbar. Und alles nur wegen dem blauen Stein, den man gefunden hat. Wo ist Chip? Es ist grauenhaft, Roy. Was heißt grauenhaft? Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Ich habe die Orientierung verloren. Sie ist so grauenhaft entstellt. Maureen und Ron, ihr nehmt sofort die Trage. Cliff, du holst den Erste-Hilfe-Kasten. Du nimmst die Sona und Bill kümmert sich um die Seile. Okay. Macht schnell, vielleicht können wir sie noch retten. Kommt, Kinder, jede Minute zählt. Ganz ruhig, Thelma. Wir werden sie finden. Erinnere dich, wo wart ihr? Du musst dich erinnern. Geh in Gedanken den Weg zurück, den du gekommen bist. Du musst uns helfen. Von welcher Seite bist du gekommen? Geh es in Gedanken noch einmal durch. Du musst uns helfen. Ja. Na? Ja. Na?
Sie ist noch am Leben. Schnell, Jungs, lasst die Trage runter. Roy, wenn wir dich unten brauchen. Ist gut, ich hab verstanden. Ich brauche die Trage. Hat sie Verletzung? Nein, ich dachte, es würde übel aussehen. Wir müssen sie irgendwie hochziehen. Ich erledige das. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Und fällt schon was ein. Hat sie aber Glück, dass sie einen Helm auf hatte. Keine äußeren Verletzungen. Sie ist ohnmächtig geworden. Sie könnte sich was gebrochen haben. Wir müssen sie gut festschnallen und vorsichtig hochziehen. Könnt ihr runterkommen? Wir brauchen Hilfe. Wenn sie bloß keine inneren Verletzungen hat. Vielleicht sollten wir den Gürtel aufmachen. Müsst ihr beim Hochziehen sichern. Ach, das hat uns noch gefehlt. Ja. Mach mal eine Schlaufe. Das ist gut so. Okay. Ich bin dann soweit. Ja, gut. Denk dran, das Heil muss immer straff sein. Ich gehe nach oben und zieh sie hoch, ja? Bist okay, Ron. Du musst das Seil da noch mal irgendwo sichern. Ja, mach ich. So, das müsste lang. Ich nehme Ihren Rucksack. Wird schon gehen. Das darf nicht einschneiden. Sie muss waagerecht hängen. Das ist unglaublich. Ich hab's doch genau gesehen. Ich schwöre euch, ich hab's gesehen. Ihr Gesicht war... Es sah grauenhaft aus. So etwas gibt es nicht. Seid ihr soweit? Ja. Okay, einklinken. Augenblick, Sekunde noch. Ist gut, von mir aus können wir. Fertig. Es geht los, du kannst sie hochziehen. Ganz vorsichtig. Ist der Clip gelöst? Ja. Jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass sie nicht an den Felsen stößt. Alles okay, Ron? Jetzt müsst ihr nach oben kommen. Ich mach das Seil los.
Bei mir ist alles in Ordnung. Passt an der Kante auf hier oben. Du musst noch ein bisschen Seil nachlassen. Ich kann mich sonst nicht einhaken. Ja, so ist besser. Ihr könnt euch an den Felsvorsprung abstützen. Ich lift, zieh mal schrapp. Da müsst jetzt wieder fest. Das Schwein ist hier raus. Oh Leute, bloß keine Panik. Wir müssen genau überlegen, was wir machen. Wir stecken mindestens 400 Meter tief. Trotzdem müssen wir irgendwie hier raus. Wir müssen einen leichten Aufstieg finden. Seile hängen in der Wand. Wie sollen wir denn da hoch? Einer von euch hätte mit ihm hochgehen sollen. Ist sowieso die Frage, wie lange der Sauerstoff reicht. Lasst uns in Ruhe überlegen. Ich will hier raus. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt. Wir haben doch die Sonar. Damit müssten wir den Weg finden, wie wir hier rauskommen. Das gibt's doch nicht, dass wir uns hier unten nicht zurechtfinden. Die Sona müssten in meinem Rucksack sein. Oh, oh nein, das gibt's doch nicht. Ohne die sind wir verloren, weißt du das? Dann müssen wir hier unten bleiben. Und ich hab solche Angst. Wartet hier auf mich. Bist du bescheuert? Wo willst du denn hin? Es ist meine Schuld. Ich hab diesen Scheiß verzapft. Nun lass mich los. Nein, was geht da nicht? Bleib hier. Entspürt! Du musst weg von hier. Oh mein Gott. Oh Mann, hast du mich erschreckt. Wir haben sie. Hier sind sie drin. Du und Maureen, ihr geht nach Süden. Ihr sucht in Richtung Weiße Grotte. Okay. Roy und Thelma, ihr geht nach Westen, da, wo der unterirdische Fluss ist. Bill und ich suchen den Norden ab. Aber vorher wollen wir die Dinger ausprobieren. Ja, aber mach schnell. Ich halte hier drin nicht mehr lange aus. Er funktioniert. Unsere auch. Meiner ist auch in Ordnung. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Abmarsch. Ist gut. Also. Thelma, kannst du irgendwas erkennen? Nein, hier sieht's nicht nach einem Ausgang aus. Dann komm wieder rauf. Vielleicht haben wir hier oben Glück. Wollt's hoffen. Gesteinsformation. Sieht aus, als ob hier vor Millionen von Jahren ein unterirdischer Fluss lang ging. Ja, ein ehemaliges Flussbett. Dann müsste es logischerweise einen Ausgang zum Meer geben. Vergiss es, wir liegen weit unter dem Meeresspiegel. Gut, wenn wir nicht Richtung Ausgang gehen, dann müsste es doch aber einen Weg zur Quelle geben. Das bedeutet aber einen Aufstieg.
Ich muss das begreifen. Es ist wichtig für mich, dass ich... Wichtig ist jetzt, dass wir den Ausgang finden. Nachdenken kannst du später auch noch. Wenn ich nur wüsste, was mit den beiden Astronauten ist. Die sind aus ihrer Kapsel verschwunden und wir haben einen Stein gefunden. Richtig? Das ist seltsam, Roy. Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang gibt. Könntest du dir eventuell vorstellen, dass der Stein etwas Außerirdisches trägt? Ausgerechnet, Jill. Möglicherweise spürt der blaue Stein, wer stark und wer schwach ist. Genau wie du. Du hast auch eine übernatürliche Wahrnehmungsgabe. Vielleicht spürt er das auf ähnliche Art und Weise. Ich habe Angst. Ich krieg fürchterliche Angst. Als es passierte, spürte ich es in meinem ganzen Körper. Ich habe eine Theorie. Vielleicht hat man dich deshalb verschont, weil man mit dir in Verbindung treten will. Dieser Nebel macht mir Sorgen. Das liegt an der Grotte. Es ist wegen der Temperaturunterschiede. Wenn du meinst, dann können wir ja weitergehen. Wie ein unterirdischer See aus. Ich sag dir, wir haben es geschafft. Wechselt das Signal hin und her. Das sind Störfrequenzen. Nein, nicht doch. Komm mit, Maureen. Zurück gehe ich auf keinen Fall. Ich auch nicht. Wer ist da? Wir sind es. Roy und Thelma? Ja, doch. Habt ihr was gefunden? Nein, überhaupt nicht. Und ihr? Glatte Fehlanzeige. Was ist mit Bert und Maureen? Habt ihr über den Sonar Kontakt? Die Verbindung ist plötzlich abgerissen. Dann suchen wir sie. Okay. Aber da könnte es rausgehen. Ja, sieht fast so aus. Ich will mir das mal ansehen. Du kannst es ja auf der anderen Seite versuchen. Hm. Einverstanden. Thank you.
Oh! 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 Ray, was ist denn? Oh, lass mal sehen. Oh, mein Bein. Vorsichtig. Komm, zeig mal her. Das ist eine Prellung, aber nichts gebrochen. Bist du sicher? Probier, ob du auftreten kannst. Oh, der Knöchel tut zu. Wir müssen weiter. Sollen wir im Moment warten, bis es besser ist? Nein, nein, ich versuche zu gehen. Ihr dürft aber nicht so schnell laufen. Klar? Okay. Ich kann ja vorgehen. Bert und Maureen müssten da drüben sein. Ihr könnt euch so lange ausruhen. Es ist besser, wir gehen zusammen. Langsam. Okay. Oh, ich muss mich ausruhen. Wir bleiben in Funkkontakt. Pass auf das Walkie-Talkie auf. Deine hellseherischen Fähigkeiten könnten uns vielleicht helfen. Und was machen wir, wenn du die beiden nicht findest? Dann komme ich zurück und dann gehen wir sie gemeinsam suchen. Rührt euch nicht vom Fleck. Thelma, hörst du mich? Ja, Cliff. Ich gehe noch etwas weiter. Ich bin jetzt bei der Grotte, wo die Nebel sind. Cliff! Hier allein zu sein ist ein ganz schön komisches Gefühl. Tu mir den Gefallen und komm zurück. Ich gehe nur noch ein kleines Stück. Thelma! Thelma, kannst du mich noch empfangen? Antworte endlich. Melde dich. Cliff! Ach. Wieso antwortest du nicht? Melde dich, Thelma! So ein Scheißkerl! Cliff! Er antwortet nicht, das kommt mir komisch vor. Kannst du ihm helfen? Gib dir Mühe, du bist die Einzige, die weiß, was vorgeht. Hilf ihm doch! Er verschwindet. Es gibt eine Kraft, die ihn mir entreißt. Hilf ihm. Loslassen. Jetzt hör mir zu. Du sollst mir zuhören, Cliff. Cliff! Bleib sofort stehen. Dort, wo du bist. Ich spüre die Gefahr. Siehst du das Licht dort? Der Cliff? Nein, warte. Das ist nicht Cliff. Cliff.
Wer bist du? Ich weiß, dass du nicht Cliff bist. Du sollst mir sagen, wer du bist. Du bist nicht Cliff. Nein, du bist es nicht. Du bist es nicht. Wir müssen da runter zum Wagen. Komm, Schatz. Ist gleich geschafft. Wir sind direkt an der Straße. Nur noch ein Katzensprung. Gleich haben wir es hinter uns. Na, wo bleibst du denn? Da ist der Wagen. Gott sei Dank. Bitte, wer sagt's denn? Bleib stehen! Da vorne ist eine Polizeistreife. Sehr gut. Hallo, wo sind Sie denn? Das ist ja komisch. Irgendwo müssen Sie doch sein. Wir können doch einfach in der Landschaft stehen. Sitzt niemand drin? Typisch Polizei.
Hallo? Warte mal. Bitte kommen. Hallo, können Sie mich hören? Kein Kontakt, geht niemand ran. Lass uns in die Stadt fahren. Okay. Maria Consuelo! Hallo, Maria Consuelo! Wo sind Sie denn? Maria, hören Sie uns! Ich schaue mal hier nach. Ist niemand da? Wie ausgestorben. Was machen wir denn jetzt? Draußen ist doch eine Telefonzelle. Richtig. Also. Hallo, Vermittlung. Vermittlung, wo sind Sie denn? Hallo, können Sie mich hören? Nun antworten Sie doch. Hallo! Vermittlung. Wo stecken die denn? Keine Ahnung. Geht keiner ran. Das ist doch unmöglich. Was ich dir doch sage. Es ist sinnlos, hier zu bleiben. Fahren wir weiter. Muss er doch in der Nähe sein. Frankie! Die sind sicher hinter der Bahn bei den Maschinen. Da!
bist du denn? Warum ist denn hier keiner?